Für die Piratenfraktion spricht der Kollege Schwert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Rundfunkbeitragszahler, Internetgucker und Nutzer. Sämtliche Inhalte, die von öffentlich-rechtlichen Sendern produziert werden, von den Verkehrsnachrichten bis zum Volksmusikantenstadelscheune, werden über den Rundfunkbeitrag von der Öffentlichkeit bezahlt. Jeder Haushalt in Deutschland bezahlt einen monatlichen Beitrag, damit wir alle ein ansprechendes, öffentlich-rechtliches Programm genießen dürfen. Inzwischen kann man fast alle Inhalte auch online abrufen. Seltsam ist nur, obwohl aus öffentlichen Geldern finanziert, verschwinden die meisten Inhalte nach 7 Tagen wieder aus dem Internet, die sogenannte 7-Tages-Regel. Dabei haben wir doch für diese Inhalte bezahlt. Warum gehören sie uns nicht? Und wenn wir denn unbedingt, wenn es unbedingt sein muss, meinetwegen den Tatort nicht online gucken können, wann immer wir das wollen? Und warum können Kreativschaffende diese Inhalte nicht weiterverwenden? Frau Ministerpräsidentin Kraft hat bei ihrer Eröffnungsrede zum 24. Medienforum im Sommer 2012 gesagt, dass sie sich für ein Ende der 7-Tage-Regel im Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen einsetzen wird. Das gleiche Bekenntnis finden wir im rot-grünen Koalitionsvertrag. Und wenn man, was ich selbstverständlich annehme, Herrn Dr. Eumanns letzten Bericht aus der Rundfunkkommission glauben darf, dann sind wir uns hier ziemlich einig, dass die 7-Tage-Regel hier sinnfrei ist und abgeschafft gehört. Insofern haben wir uns ein wenig gewundert, dass uns jetzt dieser Antrag vorliegt. Wir fragen uns, haben Sie sich ganz plötzlich wieder an Ihren Koalitionsvertrag erinnert? Geht das nicht schnell genug? Haben Sie Sorgen, von Piraten an Ihre Versprechungen erinnert zu werden? Oder deutet sich womöglich sogar ein Scheitern an? Man weiß es nicht. Jedenfalls, wir stimmen mit Ihnen überein. Die 7-Tage-Regelung für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote gehört abgeschafft. Wir Piraten meinen aber, dass dieser Antrag nicht weit genug geht und haben deswegen einen Entschließungsantrag eingebracht, den wir gemeinsam mit Ihrem Antrag beraten wollen und der noch einige andere wichtige Themen anspricht. Aus unserer Sicht muss nicht nur diese 7-Tages-Regelung abgeschafft werden. Die Inhalte, die von den Beitragszahlern finanziert wurden, sollen nicht nur dauerhaft verfügbar sein. Es muss auch möglich sein, die Inhalte weiter zu verwerten. Internet wird nicht nur geguckt. Im Internet geht es um Partizipation. Natürlich müssen dafür die vertraglichen Rahmenbedingungen gestaltet werden, dass Urheber und Produktionsbeteiligte dafür eine faire Vergütung bekommen. Bei 100-prozentigen Eigenproduktionen könnte das schnell ermöglicht werden. Bei externen Aufträgen müssen die Verträge zukünftig entsprechend gestaltet werden. Wir meinen, partizipative Internettechnologien auf öffentlich-rechtlichen Plattformen gehören gestärkt. Das Internet funktioniert aber nicht nur nach dem Sender-Empfänger-Prinzip. Es hat jeder die Möglichkeit, zum Sender zu werden. Der WDR ist schon einen guten Weg gegangen. Er tritt in manchen Formaten schon sehr intensiv in die Online-Diskussion ein. Lassen Sie uns diesen Weg unterstützen und stärken. Und außerdem, das habe ich schon letzten Monat in meiner Rede zu den Rundfunkbeiträgen gesagt, wir müssen die Barrierefreiheit im Öffentlich-Rechtlichen vorantreiben, und zwar auf allen Sendeplattformen. Wir wollen, dass auf Sponsoring verzichtet werden kann. Und wir wollen endlich einen Einstieg in die Werbefreiheit, auch vor 20 Uhr. Das fanden wir jetzt im vorliegenden Antrag nicht. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die angesprochene KEF, hat vorgerechnet, dass Werbe- und Sponsoringfreiheit gerade mal Kosten von 1,25 Euro pro Haushalt und Monat ausmachen. Ja, uns ist klar, dass diese Forderungen Geld kosten, und zwar das Geld des Beitragszahlers. Deswegen plädieren wir dafür, ausgehend von den jetzt vorliegenden Anträgen in eine Grundsatzdiskussion einzusteigen über die Möglichkeiten und Grenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Stichwort: Was bedeutet eigentlich diese berühmte mediale Grundversorgung? Ich meine, wir sind jetzt im Ausschuss und Sie als Landesregierung in den entsprechenden Gremien gefragt, unsere Position grundsätzlich deutlich zu machen. Es stehen Staatsverträge an, die Mediengesetzgebung steht auf der Tagesordnung für die kommenden Monate. Lassen Sie uns diese Zeit nutzen. Der Ausschussüberweisung stimmen wir gerne zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schwert. Für die Landesregierung hat jetzt Frau Ministerin Dr. Schwaldüren das Wort.